Hallo zusammen, in diesem Video geht es mal wieder um Architektur. Das ist ein ganz bekanntes Museum in München, was wir hier wirklich auf die Schnelle in eine Zwei-Punkt-Perspektive für euch skizzieren. Zu Zwei-Punkt-Perspektive und anderen Perspektivarten immer wieder Tipps in unserem Buch und natürlich auf Instagram. Und es geht auch sofort los in unserem Skizzenbuch. Und wir beginnen als erstes mit so einer ganz leichten Horizontlinie, damit wir wissen, wo wir uns ein bisschen hier nach orientieren können. Und bewegen alles auf diese beiden Fluchtpunkte zu. Wichtig ist die Konsequenz dabei, wirklich, wirklich auf die Fluchtpunkte das auszuarbeiten. Ihr seht das jetzt auf dem linken, auf dem rechten Fluchtpunkt. Das heißt, es verspringt jetzt hier dieser Vorbau, hier wieder natürlich auf den anderen Fluchtpunkt zu. Und mit so einem Rollerball, oder wie man die Stifte nennt, kann man sowas natürlich sehr, sehr schön andeuten, weil die auch so beim leichten Kontakt mit dem Papier auch wirklich einen leichten Strich hinterlassen und das Ganze dann ausgearbeitet. Sehr, sehr schön aussehen kann. So, hier wird das Ganze nach oben ausgebaut. Sieht es dann auch, was es ausmacht, wenn man wirklich diese Konsequenz beibehält, auf den Fluchtpunkten zu arbeiten. Das ist etwas, was wir euch sehr ans Herz legen, so zu arbeiten. Nicht einfach jetzt die Fluchtpunkte willkürlich mal da legen, sondern euch klar auf einem Horizont, auf einer Horizontlinie das zu zeichnen. Wir merken so etwas ganz schnell in unseren Kursen, wenn vor Ort, wenn es gezeichnet wird und die Teilnehmer dann das nicht konsequent beibehalten, dann stimmt irgendwie ganz schnell in der Zeichnung etwas nicht. Ihr lernt das bei uns natürlich genau auf diese Art und Weise und in Schnelligkeit, das aus Ganze zu skizzieren. Das sind so verschiedene, außer der Perspektive, noch verschiedene andere Regeln, die wichtig sind. Und dann könnt ihr wirklich so etwas auch überall und vor Ort, zu Hause, wo ihr möchtet, skizzieren. Vielleicht benötigt ihr sowas auch natürlich in eurem Berufsalltag. Dann haben wir auch dazu entsprechende Fortbildung für Interiordesigner, Architekten, Designer, Produktdesigner. Einfach uns bitte anrufen und wir zeigen euch, welche Möglichkeiten es gibt, an unseren Kursen teilzunehmen. So, man ist auch hier schon, auch immer das Grobe, ganz Grobe mal vorzuzeichnen, die Fassade aufzuskizzieren und dann im Detail das Ganze auszuarbeiten. Die Unterteilung vorzunehmen. Und immer wieder mit der Tiefe zu spielen. So, wir sehen hier, wie sich das hier verhalten wird, wenn man dann so ein bisschen die Fenster aufskizziert. Details, wie das Dach, also Dachziegel nochmal andeutet und mit einer schrägen Schraffur das Fenster. Wichtig bei den Fenstern ist, lass es nicht weiß oder oft nicht weiß lassen. Das macht man eigentlich gerne, aber eigentlich, wenn man es genau hinschaut, ist es genau andersrum. Wenn ihr ein Foto macht, ihr seht, dass ein Fenster eigentlich nie ein Loch ist, sondern eigentlich immer die Fassade heller ist und das Fenster ist dunkel, weil es dahinter einen Raum, der meistens dunkler ist als
das Außenlicht ist. Also, wie gesagt, Fenster durchaus schraffieren oder leicht andeuten, dass sich irgendwas dahinter verbirgt. So, mit dem anderen Fluchtpunkt arbeitend, auch die restliche Komposition ausarbeiten, das Dach, die Schräge natürlich auch angedeutet. Da ist wichtig, dass der Mittelpunkt des Turms natürlich auch leicht versetzt ist, perspektivisch, aber das ist auch etwas, was man eben bedenken sollte. Solche Sachen lernt ihr bei uns natürlich im Kurs explizit, was dabei zu beachten ist, weil es gibt Möglichkeiten, das zu konstruieren, aber natürlich, wenn man das von vornherein optisch weiß und denkt, dann wird es einfacher. Das Ganze jetzt hier. Und hier werden dann nochmal die Flächen anskizziert. Aufgebaut. Und jetzt mit diesem kräftigen Strich, wenn man hinschaut, macht das sehr viel aus. Das bringt dann nochmal Atmosphäre durch diesen Kontrast und Tiefe. Dann wird die Fassade nochmal hier angedeutet. Da müsst ihr versuchen, so ein bisschen die ruhige Hand zu haben, dass das in einem Fluss auch gut passiert. Hier kann man das auch konsequenterweise durchziehen. Und dann diese Unebenheit, dass das hier nicht eins ist, sondern die Elemente verschieden sind, nochmal ganz grob andeuten. Da geht es auch nicht jetzt bei so einer Schnellskizze Detail für Detail das Ganze aufzugreifen, sondern eben ganz kurz hier anzudeuten. So, hier wird dann noch einmal der Weg angedeutet. Und entscheidet euch immer für schnelle, dynamische Striche. Zielt vielleicht an, könnt ihr sowas anvisieren, bevor ihr einen Strich zieht, wie wir das jetzt hier machen mit dem Fluchtpunkt. Und dann setzt den Strich an. Also überlegt nicht zu lange, macht nicht so eine gestrichelte Linie, sondern wirklich zügig in einem Strich durch. Es ist deutlich einfacher als und vor allem schöner, als wenn man diese Striche Stück für Stück so gezackt zeichnet. So, und hier noch ein bisschen was im Hintergrund andeuten. Da muss es jetzt nicht mehr ganz genau werden, weil es uns eigentlich um das vordere Gebäude geht. Der Weg auch noch ein bisschen, dann am Turm noch ein paar Akzente. Und man sieht, wie sowas wirklich sehr schnell aufleben kann. Und wenn man dann nochmal die Figuren nochmal ein bisschen dazu zeichnet, dann bekommt das auch nochmal mehr Atmosphäre. Man kann natürlich noch mehr Menschen noch dazu zeichnen, aber das wollen wir jetzt nicht. Es ist kein Urban Sketch, sondern einfach eine kleine Architekturskizze mit ein bisschen Schatten. Fertig sieht's aus. So wird es aussehen, wenn es fertig ist. Versucht mal nachzuzeichnen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Akademie Ruhrteam. Ansonsten immer wieder gerne auf unseren Seiten schauen, Mappen, Vorbereitungskurs und akademieruhr.de. Bis dann, euer Akademie Ruhr-Team.